Also ich bin Alani Bub, bin 16, spiele Rollstuhltennis, seit ich 10 bin. Und mein grosses Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio. Also ich wache um 6:30 am Morgen auf, gehe unter eine kalte Dusche, dass ich wirklich bereit bin fürs Training. Dann esse ich zu Morgen, esse ein Müsli. Und dann gehe ich mit meinem Handbike ins Training. Also ich trainiere sehr viel neben der Schule und neben dem Arbeiten geht das natürlich. Also ich mache die Sportlerlehre, die 4 Jahre geht. Und das gibt mir sehr viel Freiheit. Wenn ich am Mittwoch ins Training gehe, am Nachmittag, muss ich den Zug nehmen, weil ich in Aargau trainiere. Und das ist dann eher ein Problem, das ist das Hindernis. Ich habe meinen Tennisrollstuhl dabei und ich muss irgendwie aufs Gleis kommen. Und meistens hat es keinen Lift. Entschuldigung, ich könnte mir kurz helfen. Sie sind zwar sehr offen, genau. Aber es ist halt immer so ein bisschen ungewiss. Ja, gibt's denn wirklich jemanden, ist denn wirklich jemand dort, wo man helfen kann? Und so. Mein sportlicher Highlight bis jetzt ist die Junioren-WM, die ich im letzten Jahr gewinnen durfte. Das, worauf ich stolz bin, ist meine persönliche Entwicklung. Ich habe mich wirklich sehr gut entwickelt, würde ich sagen. Persönlich, ich bin viel selbstbewusster, bin offener, fröhlicher, weil ich eben viel ausgeglichener bin. Und es sind immer, aber die Resultate machen mich natürlich auch sehr stolz, aber es ist wirklich meine persönliche Entwicklung. Ich möchte nicht als Person im Rollstuhl angeschaut werden, sondern mehr als eine Person, die den Rollstuhl jetzt als Sportgerät nutzt, um Leistungssport zu machen. All that coon shit, early morning cartoon shit. This is that goon shit. Fuck up your whole afternoon shit. I'm aware I'm a wolf. Soon as the moon hit, I'm aware I'm a king. Nebenbei spiele ich noch Giga, seit ich 5 bin. Es ist ein sehr guter Ausgleich. Ich kann mich, wenn ich Giga spiele, wirklich vom Tennis abschalten. Ready for action. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's a omen, baby, be living in the moment. I've been a menace, but alone, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me, yeah, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go, and there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your ass. Bevor ich Rollstuhltennis gespielt habe, war meine Behinderung sehr präsent in meinem Leben, in meinem Alltag. Und durch den Sport habe ich jetzt gelernt, besser mit dem umzugehen. It's not a bug, it's a feature.